Hallo, willkommen zu diesem kurzen Video. Ich habe unlängst über Twitter mit jemandem geschrieben über Mode und ich wollte das mal ganz kurz was herzeigen. Diese Hose sieht auf den ersten Blick sehr schön aus. Ich habe sie auch noch nicht wirklich lang. Ich meine, sie hat keine irgendwie hässlichen Flecken oder so, das passt alles. Aber es sind alle Säcke bis auf einen kaputt. Sack Nummer 1 hat hier, das ist hier durchgängig, dieser Bereich. Bei dem das gleiche, da ist auch da die Naht aufgegangen. Bei diesem Sack das gleiche. Sollte hier von oben geöffnet sein und der hat auch da komplett durchgerissen. Und jetzt kommt das größte Problem, dieser Riss hier. Ich meine, das ist eigentlich eine Frechheit, dass das so ein dünner Stoff ist. Ich meine, da kann man mit ohne viel Gewalt reißt das gleich weiter. Na jedenfalls, die hinteren zwei Säcke sind auch kaputt, also der ist auch da unten aufgetrennt. Man sieht hier sogar ein bisschen die Löcher. Und das, ja, hier überhaupt. Ich habe die Hose noch ein paar Mal in der Arbeit angezogen. Ich weiß nicht, ob man den Riss gesehen hat. Vielleicht hat der Chef da Mitleid bekommen. Aber wie auch immer. Jedenfalls, der einzige Sack, der noch funktioniert, ist dieser hier. Und ich musste mir immer genau merken, wo ich mir mein Geld einstecken muss, damit ich es nicht verliere. Dann war es mir in drei Geschäften nicht möglich, so eine Hose zu besorgen, bis ich halt dann diese Hose hier gekauft habe. Es sieht ein bisschen aus wie ein Militärmuster, ist es nicht. Ich habe extra drauf geschaut, weil, ja, besonders mein Vater nicht unbedingt auf Militärlook steht. Aber jedenfalls, da sind solche Blumen drauf. Und ja, passt jetzt wenigstens auch zu meinen Socken. Also bezüglich Mode kann ich nur sagen, I don't give a fuck. Und das war's bei Pöli 1.